das fällt runter. Jo. Hallo, liebe Leute. Und willkommen zurück bei Let's Play Psychonauts. Ich bin der Ariel P. und gestern habe ich die letzte Folge hochgeladen, wo das Spiel so oft abgestürzt ist. Und ich habe mich etwas schlau gemacht. Und das Let's Play, würde ich vorerst sagen, läuft weiter. Das ist jetzt mit diesem Part eine kleine Testaufnahme. Weil ich weiß jetzt nicht, ob es wieder abstürzen wird oder nicht. Ja, was habe ich herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass es an den Cutscenes wahrscheinlich liegt und dass ich das mit dem Kompatibilitätsmodus vielleicht beheben kann. Daher ist dieser Part ein Versuch und wenn es abstürzt, muss ich weitersuchen. So einfach dazu, das heißt, ja, das kennen wir alles bereits. Wir sind der böse Brillgor. Wir sind King Kong. Und wir müssen auf Gebäude drauf. So, wunderschön. Und wir können dann auch kaputt machen. Gebäude kaputt machen, Gebäude zerstören. Und alles einsammeln, Lebensenergie und was wir da nicht alles finden. Trugbilder, ja, das kennen wir alles noch vom letzten Part. Weil, na komm, da ist es ja auch alles schon explodiert und kaputt gegangen und abgestürzt. Hier unten. Ja, wir müssen Leute befreien. Das ging ja schnell. Ja, und das Schild kennen wir auch bereits. Tut mir leid, wenn ich das wegklicke. Aber wenn ihr den letzten Part gesehen haben solltet, dann sollten die nicht so oft ins Ohr schreien. Aua. Okay, auf jeden Fall, in den letzten Parts habe ich das hier alles schon gezeigt. Genau wie die ganzen Sachen hier explodieren. Und dort getrampelt werden. Ah, Zerstörung. Tod und Verderben. Ja. Ich hoffe, dass das Spiel jetzt nicht mehr abstürzen wird, weil dann kann ich jetzt stundenlang aufnehmen. Weiter und weiter und weiter. Und das wird mir gefallen. Wenn das denn der Fall ist. Das Waisenhaus! Ja, das arme Waisenhaus. Das ist leider auch kaputt. Die friedliche Stadt. Ja, die friedliche Stadt wird von mir heimgesucht. Ich habe Spaß daran. Und die auch, weil die können endlich mal ihre tollen Panzer auspacken. Yeah. So. Wir können jedes Gebäude zerstören. Stufenaufstieg, neues Upgrade für die Handbombe ab Stufe 35. Das haben wir im letzten Part auch schon bekommen. Und das werde ich... Ja, ist gut. Nee. Ich will da auch erstmal nur hin wie in den ganzen Trugbildern. Mein Gott. So. So. Und wenn ich dann dieses Abzeichen für die tolle Sporttasche habe, dann kann ich da wieder zurückgehen. Und jetzt nehmen wir mal hier den Panzer. Verdammt. Das konnte ich doch eigentlich mit Y aufnehmen. Hm. Nein, ich wurde unterbrochen. Böser Panzer, wo bist du? Oh, habe ich dich... Natürlich hasse ich Kinder, weil ich selbst noch eines bin. Ich will am liebsten ein Erwachsener sein. Aber das geht ja leider noch nicht, ne? Nein, Rasputin ist ja von zu Hause ausgeflogen, um seinen eigenen Weg des Lebens zu beschreiten. Und ist daher in der Ausbildung zu einem Psychonauten und muss sich daher mit solchen komischen Sachen auseinandersetzen. So, jetzt können wir mega krasse Angriffe machen, wenn wir davon nicht unterbrochen werden. Ja, Schwund ist überall. Das passiert normal. Und ja, wenn ihr das nächste Mal wenig Lebenspunkte haben solltet, dann wisst ihr, müsst ihr einfach nur auf Häuser draufhauen, ne? Dann ist alles wieder in Ordnung. Dann habt ihr wieder Lebenspunkte. Oder dann kriegt ihr solche Aggressoren, dann könnt ihr noch viel aggressiver drauf sein. Und alles zerschießen. Yeah, ich kann das auch mit Fernkampf machen. Bam. Wir sind ja richtig wie Godzilla. Wir können einfach alles zerstören. So, und ich glaube, beim letzten Mal ist das hier abgestürzt. So. Nehmen wir noch das alles mit. Panzer aufheben? Ach, da ist ein Panzer. Okay. Komm. Cutscene.
Logor wird die Sache langsam peinlich. Jüngsten Informationen zufolge hat sich das einst furchterregende Monster nun mit gewöhnlichen Kriminellen verbündet. Am frühen Abend hat Brillogor ein paar Kumpanen aus dem Knast befreit, um mit ihnen eine draufzumachen, Pillen einzuwerfen und sich mit billigen Mädchen zu vergnügen. Aber jetzt ist der Katzenjammer groß, denn unsere Armee setzt nun ihre brandneue Hightech-Wunderwaffe ein. LKWs mit Hyperelektrizität, während der Kindesentführung das Gehirn nicht beschädigen. Ja, das Kindesgehirn nicht beschädigen. Damit meinen die wohl das Gehirn von Lilly. Und wir werden gerade wieder von allen Seiten angegriffen. Ne? Ja, da ist auch noch so ein kleiner nerviger Panzer. Weg damit, damit wir nicht in einen Hinterhalt geraten. Ach, da ist noch einer. Ach, die kommen die da jetzt echt raus? Hört auf zu nerven. Wieso hältst du einen Schuss aus? Du bist ja völlig overpowered. Du bist ja total OP. Melden wir das doch bitte Riot. Ja, damit die das schnell richten können. Und Hyperelektrizität ist nicht nett. Wow, doppelt. Wow, okay. Planänderung, Planänderung, das tut weh. Dann versuche ich mal von hier oben die zu bekämpfen. Oh, warte. Das hat nicht gereicht, verdammt. Okay, dann muss ich versuchen, die anderweitig direkt anzugreifen oder deren Strahl am besten auszuweichen. So, aber bisher ist das Spiel noch nicht abgestürzt. Und das ist schon mal etwas Gutes. Das ist schon mal etwas Schönes. Diese Pfeiler kann ich nicht kaputt machen, aber ich kann auf die Yacht. Ja, und jetzt gehört die Yacht mir. Schön. Und hier haben wir noch einen Panzer. Weg mit dem kleinen Panzer. Ist auch nur nervig. So. Weg mit dir. Ich brauche einen Anhänger für meine tolle kleine Sporttasche. Sonst bleibt sie traurig. Naja, aber zumindest bin ich schon mal nicht traurig, weil bei mir das Spiel nicht mehr abstürzt. Okay. Ah, jetzt Cutscene über Cutscene. Was ist jetzt hier los in der Stadt? Zerstörung und Terror. Die riesige Kinderbestie zieht eine blutige Spur der Verwüstung durch unsere hilflose Stadt. Unsere edle, freiwilligen Marine ist entsetzt von der gefühllosen Zerstörungswut, die dieses finstere, perverse, nur als Brillogor bekannte Geschöpf an den Tag legt. Auch wenn ihr Gewalt in jeder Form zuwider ist, sieht sich die Marine gezwungen, ihre garantiert hundertprozentig monstersicheren Anti-Monster-Geschütze aufzufahren. Lasst euch beim Kinderstehlen nicht erwischen. Alter! Kinder stehlen ist gut. Okay, okay. Der hat Autofokus. Das ist nicht nett. Und warum hat sie hier wieder... Raketenpanzer. Mein Restpostenladen. Ja, armer Restposten. Ist ja so schlimm. Herrje, er ist immun gegen Kugeln. Und gegen Liebe. Ja. So, was haben wir hier? Das gilt auch noch als... Stufenaufstieg. Yeah, cool. Als Trugbild wollte ich sagen. Ah, da haben wir Zeppeline mit der Aufschrift Gehirne. Ja, und an den Ding kommen wir wohl erstmal nicht vorbei. Ich habe es zwar noch nicht getestet, aber die Tatsache, dass da dieses hundertprozentig monstersichere Abschussding davor steht, lässt mich so ein bisschen zweifeln, dass ich da ohne Schaden durchkomme. Komme ich da jetzt so an diesen komischen Helikopter dran? Jawohl! Sehr schön. So, hier durch können... Ja, können wir quasi, aber da geht's nicht weiter für uns. Schade. So, dann gehen wir nochmal hier auch rauf, weil dort habe ich auch noch einen Gehirnzeppelin gefunden. Ach komm schon, wieso macht ihr jetzt keinen Doppelsprung, wenn das machen soll? Aber das Spiel läuft, es läuft flüssig, das ist schön. So, wunderbar. Ja, Brillogor ist halt auch ein Artist, ist das nicht schön? So, eigentlich würde ich jetzt aber gerne das Abzeichen für die Sporttasche da hinten finden, aber irgendwie
ist die noch nicht aufgetaucht, glaube ich. Oder sie ist gut versteckt. Obwohl ich hier ja eigentlich alles schon niedergewalzt habe, außer hier die paar Bäume. Wie, wir sind Panzer. Wir müssen schießen. Ach, ich hab's fast vergessen. Wir müssen unser neues Schutzschild reinmachen. Und dieses Schutzschild ist nur temporär nützlich. Okay, okay. Etwas viele Panzer sind hier. Ich habe dich. Sehr schön. Sporttaschenanhänger. Yeah, Unbesiegbarkeit. Cool. Jetzt kennen wir nicht nur den Unbesiegbarkeitsschirm in Alice Madness Returns, sondern auch das Unbesiegbarkeitsschild von Psychonauts, von Rasputin. So. Hier gibt's noch mehr Sachen zum kaputt machen. Laufen wir einmal um den ganzen Campus herum. Hopp, 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 hopp. Los, lauf schneller. Schneller, schneller. Schlage die Schatzkammer, um sie zu öffnen. Oh. Habe ich gar nicht gesehen. Belagerung von Lungenfisch City. Oh nein, sehen wir jetzt Brillogor selbst? Oder von denen, die den Lungenfisch zu dem gemacht haben, was er nun ist? Wir sehen ganz viele tolle kleine Fische. Zumindest nehme ich das an. Ganz viele tolle kleine Lungenfische. Wie eine Familie. Sie tanzen Ringelreihen auf der linken Seite. Ach, haben Pflanzen unten. Ja, und sie erfreuen sich ihres Lebens unter Wasser. Dann kommt... was soll das sein? Superkäfer, der unter Wasser schwimmen kann. Mit Jetgeschwindigkeit. Ich habe keine Ahnung. Der fungiert so gesehen als neuer Gott, weil alle sagen, hä, ja, voll geil, dieser Käfer, wie der durch das Wasser fliegt und wir haben alle total Spaß dran, den dabei zuzugucken. Und deshalb ist er jetzt unser neuer Gott. Toll. Und er hat so eine tolle Ausstrahlung, vielleicht Radioaktivität. So, und dieser große neue radioaktive, ich würde mittlerweile sogar sagen Diktator, hat die Lungenfische dazu gebracht, eine Stadt aufzubauen und zu arbeiten und zu arbeiten und zu arbeiten, während er nur Befehle gibt. Wohin das führt, haben wir ja gesehen. Wir sind in dieser Stadt drin. So. Dann ist diese Stadt endlich komplett aufgebaut und mit Trugbildern bzw. ganz viel Elektrizität ausgestattet, genau. Nicht Elektrifizität, das ist ein bisschen ein komisches Wort. Und Zeppelinen und was weiß ich, Scheinwerfern. Was so eine Großstadt alles braucht, um möglichst viel Geld zu verschleudern und die Umwelt zu belasten. Und dann haben wir unten rechts noch einen, der wahrscheinlich nicht ganz die gleiche Meinung hat, was das angeht. Und das ist die Belagerung von Lungenfisch City. Ist die Stadt jetzt Lungenfisch City? Oder ist das Lungenfisch City, was es im Grunde genommen ja vorher war? Es gab irgendwann diesen Konflikt mit diesem komischen Wesen. Und ich würde vielleicht sogar sagen, dass der Radiowellen aussendet. Weil hier, also diese Art von Ausstrahlung und diese kleinen Blitze erinnern mich so ein bisschen daran, wie man auch so Radiowellen oder sowas versucht so darzustellen, sodass das eine Art Gehirnwäsche sein könnte. Oh mein Gott, eine Gehirnwäsche in Lungenfisch City. Ah, wir müssen die Leute alle befreien. Und natürlich die tollen Taschen. Die tollen Taschen. Hier, damit sie aufhören zu weinen. Hör auf zu weinen, kleine Freundin. Ja, du bist frei. Du hast deinen Anhänger und kannst wieder glücklich sein. Bitte danke und auf Wiedersehen. So, dann können wir jetzt weiter über den Campus laufen. Dabei eine Satellitenschüssel aufnehmen. Wir können da drüber stolpern? Okay, oder das sah gerade einfach komisch aus. Egal.